Also ich bin nackt. Und Basti pisst ins Wohnzimmer. Alter, das, ey, das Ding läuft gleich über. Ja, hast du noch so einen neuen Wunsch in Norden? Woher denn? Du hast mich auf Hand gepisst, Alter. Ja, was genau? Igor, halt die Fresse! Okay, Entschuldigung. Oder ich nehme Igor gleich mit. Igor, halt die Fresse! Nein, bleib, ey, was? Oh. Hey. Die Tür ist offen! Igor, Digga, wir müssen jetzt auf die Weise. Ich komm. Ne? LSD, das ist ein Waldgebiet. Alk und Speed, Frühstück für Champions. Ich hab keine Angst vor dem Typ mit der Sense. Morgen muss mir jemand eine Leber transplantieren. Ich bin so verstrahlt, jeder Geigerzähler explodiert. Sind ja mit dem Trailer Park, zwei Mittelfinger an die Welt. Irgendwann findet ihr mich tot im Zimmer des Hotels. Achtung, Achtung, ich bin krank, Party Boys, Party Girls. Dabei trinke ich schon seit 5 Tagen Kräuterlikör. Ich hab ein Kilogramm im Tequila Sun. Wie kann es sein, dass trotzdem das Fieber ansteigt? Mein Körper will mir irgendetwas zeigen, der Lauch. Doch ich höre ihn nicht, irgendjemand schreit hier so laut. Ob ich Betäubungsmittel hole in der scheiß Apotheke oder Weinflaschenleere, kommt aufs gleiche Ergebnis, also Prost. Mein Kopf zerspringt, ich hab Schaum vor meinem Mund. Mein Arzt verzweifelt und sagt, das ist nicht gesund. Die Lunge pfeift, die Leber wird hier unten durch. Bei jedem Hustenanfall, neongrüner Auswurf. Kurz zwischen 100 leeren Schnapsflaschen. Erstmal eine Mische mit dem Gummibärensaft machen. Meine Lunge pfeift das Lied vom Tod. Ein Zug von meinem Joint und ich lieg zum Mond. Ich war wieder beim Arzt, er sagt 3 Liter pro Tag. Also trinkt auf mich, wenn meine Leber klinisch versagt. Hand aufs Herz, Mann, ich fühl mich so erfolgreich wie nie. War nicht das Kokain von der Bildschirmplatte zieh. Das ist die Transformation, fressen wie ein Tier. 2 Jahre Massephase und vergessen zu trainieren. Dazu haufenweise Ace und Koks. Und dann auch gehen wir an Hefe. Wenn ich so weitermache, bin ich mächtig im Marsch. Doch ich hänge an der Flasche wie die Kette von Lars. Sei mein Arzt hat gesagt, meine Leber ist hin. Doch bei so vielen Kräutern ist Jäger bestimmt. Mein Kopf zerspringt, ich hab Schaum vor meinem Mund. Mein Arzt verzweifelt und sagt, das ist nicht gesund. Die Lunge pfeift, die Leber wird hier unten durch. Bei jedem Hustenanfall, und brutal von Tabletten konsumiert. Meine Mom ist mit Krebs infiziert und in der Presse tätowiert. Wir sind sexualethisch desorientiert, von satanischen Texten inspiriert. Ein Skandal, der die Presse interessiert, aber wir lächeln. Bist du das? Nein! Ich hab keine Ahnung. Ich hab alles abgerissen und dann gibt er Alarm. Ey, wieder, das war richtig geil. Keine Ahnung.